Auf jeden Fall. Schön gepolstert, nicht so hart wie mein Sattel vom Fahrrad. Die Bahn ist ja auch sehr hart. Ist deutlich bequemer hier. Mein großes Ziel ist einfach nochmal bei den Olympischen Spielen nochmal eine Medaille zu gewinnen. Am liebsten wieder ganz oben zu stehen, wie schon 2004. Dieses Gefühl, was man dann hat, wenn man ja, bei den Olympischen Spielen olympisches Gold gewinnt, ist einfach ja, unglaublich. Und das ist das größte Event, was es für einen Sportler gibt. Und das ist natürlich noch mein Ziel, um meine Karriere nochmal so ein i-Tüpfelchen zu geben, zum Abschluss nochmal. Und von daher, das wäre nochmal ein großes Ding. Ja, Zeit spielt bei uns natürlich eine ganz große Rolle. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer pünktlich bin. Ja, im Gegenteil, manchmal bin ich natürlich auch unpünktlich. Aber für uns hat natürlich zum Beispiel eine Sekunde einen anderen Wert als vielleicht für einen Nicht-Sportler, ja, oder der eben nicht mit Sport macht, wo es nicht auf Zeit ankommt, sondern vielleicht auf Höhe oder Weite. Für den spielt zum Beispiel jeder Zentimeter die Rolle. Bei uns spielt eben dann, wenn wir ein Zeitfahren haben, die Sekunde oder Zehntel, Hundertstel, Tausendstel sogar eine Rolle. Ja, das ist natürlich verdammt schwer. Wir haben ja seit anderthalb Jahren läuft ja unsere Olympia-Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Das heißt, wir mussten uns als Nation natürlich erstmal qualifizieren, alle Qualifikationsrennen mitfahren und dementsprechend auch das Training ausrichten. Das heißt, wir waren sehr viel unterwegs und das ist natürlich belastend für die Familie und für mich als Familienvater und Ehemann ja genauso, wenn man dann so viele Wochen unterwegs ist und immer nur zwischendurch, ich sag mal, zum Wäsche waschen und wechseln, wie er nach Hause kommt. Das ist schon belastend. Aber gerade dann genießt man natürlich die wenigen Tage oder wenigen Wochen, die man dann zu Hause ist. Und das ist auch enorm wichtig. Also ich brauche das auch. Ich bin Familienmensch. Und für mich ist das schon enorm wichtig. Wenn ich dann in meiner Freizeit Rad fahre, dann tue ich das, wie gesagt, mit meiner Familie. Dann nehme ich auch nicht das Rennrad oder das Mountainbike, sondern ich habe auch ein ganz normales Tourenfahrrad, womit ich dann mich bewege und dort kommt es natürlich auf keinen Fall auf Geschwindigkeit an oder Zeit, sondern ja, da genießt man einfach die Natur, das gemeinsame Radfahren, wo man sich unterhalten kann, wenn man auf dem Radweg erst nebeneinander fahren kann. Und gerade in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja ideal, so eine Radtour zu gestalten. Wir haben wunderbare Radwege, wir haben schöne Wald- und Wiesenwege, das macht einfach Spaß. Man sagt ja, wir so Mecklenburg brauchen ein bisschen länger für einige Sachen. Wir sind halt ein bisschen ruhiger von unserem Gemüt her. Beim Radfahren passt es doch schon irgendwo, weil gerade bei den 1000 Metern, wer das vielleicht gesehen haben sollte in Eurosport, wo der Reporter gesagt hat, ja, wundern Sie sich nicht, Stefan Nimke fährt immer recht ruhig an und da musste ich dann selber so ein bisschen schmunzeln und lachen, wo ich sagte, jo, das ist ja wieder typisch Mecklenburger, fährt erstmal ruhig an im Verhältnis gesehen und fährt dann hinten raus richtig schnell, ja. Ja, Lust hätte ich schon, wenn ich hier ein paar Pedalen dran hätte oder wenn ich gezogen werden würde, wäre es bestimmt auch eine spannende Sache, mal durch diese Kurven mit dem Strandkorb zu heizen. Allerdings müsste man, glaube ich, so um die 30 Stundenkilometer drauf haben, damit der Strandkorb nicht runterrutscht. Aber das wäre natürlich mal ein Erlebnis, im Strandkorb einmal 250 Meter hier im Oval.